Liebe Schwestern und Brüder, es ist nicht nur die Beobachtung, dass ein Teil der Apostel, nachdem in Christus an Ostern bereits zweimal erschienen ist, wieder in ihrem alten Beruf zu finden sind. Es sind mehrere tiefe Dinge in diesem Text, die die Kirchenväter beschäftigen. Der alte Beruf, so sagt es etwa Gregor der Große, ist nur dann erlaubt, wenn er nicht vorher Sünde war. Deshalb finden wir Matthäus nicht wieder in seiner Zollstube. Aber das Fischen ist offenbar erlaubt. Wenn wir uns so oft fragen in schwierigen Situationen unseres Lebens, wo ist denn der Herr? Und wenn wir, wie die Kirchenväter, unser Leben erfahren, als wären wir mitten auf einem Meer, Wind und Wetter ausgesetzt in einem kleinen, schaukeligen Boot. Man hat ja zuweilen noch von der Kirche diesen Eindruck. Dann fragen wir, wo ist der Herr? Und das Evangelium erzählt uns einmal, dass der Herr im Boot ist, während seiner öffentlichen Tätigkeit, während dieser 3 Jahre. Er war im Boot und schlief fest, während sie um ihr Leben bangten und schrien, Herr, rette uns, kümmert es dich überhaupt nicht, dass wir untergehen. Jetzt nach Ostern finden wir ihn nicht mehr im Boot. Wir finden ihn nicht mehr auf dem Meer. Er steht am Ufer. Man kann das ganze Ostergeschehen in diesem Satz, wie es Augustinus versucht oder auch Gregor der Große, in diesem wunderschönen Satz zusammenfassen. Als es Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. In der Nacht unseres Lebens, mitten auf dem Meer, mitten in den Bedrängnissen unseres Lebens, umgeben von Untergang und Tod, richten wir nichts aus. Aber wenn es Morgen wird, steht er am Ufer. Er steht immer am Ufer des neuen Lebens. Er sieht uns, er erwartet uns und er richtet uns das Mahl her. Denn es kommt nicht so sehr darauf an, selbst wenn wir auf sein Wort hin erneut herausfahren und einen großen Fang machen, so hat er uns doch schon etwas bereitet, das Feuer mit Brot und Fisch. Und so ist es stets in der Eucharistie. Deshalb ist es das wirklich österliche Sakrament. Das, während wir noch unterwegs sind, auf dem unruhigen Meer unseres Lebens, sind wir hier am Altar im Hafen des Heils, im Hafen der Ruhe, im Hafen der Rettung, am Ufer, an dem er steht und uns erwartet.